Moin zusammen, hier ist euer Henri, wir sind zurück hier im Senat von Rom. Der Senat, der am Ende der Todesort sein wird von diesem Mann hier. Tapfer, zuverlässig, als Lehrer, als Freund, ein Stück weit als Vaterfigur hat Synnerus immer an der Seite von Camilla gestanden. Und jetzt ist er gestorben, vergiftet, vergiftet, vermutlich von Loco. Es kam eine Dienerin hier rein, eine Sklavin, die etwas zu essen gebracht hat. Und wie es sich gehört, wie es immer getan hat, hat er es vorher probiert und wir haben ihn nicht mehr retten können. Und dann, fast im selben Augenblick, ist hier Corvinus aus der anderen Seite bewaffnet in den Senat einmarschiert. Unsere Freunde kamen uns hier zur Hilfe. Wir haben hier bereits ganz gut kämpfen können. Zwei sind fast schon am Boden. Die Lage spitzt sich hier auf jeden Fall zu und es ist wirklich erbärmlich, zu welchen Mitteln Loco jetzt offensichtlich noch greifen muss, nachdem wir ihn eigentlich vor dem Senat zuletzt vor uns hergetrieben haben. Und selbst Kleopatra ist aus Ägypten angereist, um uns zu unterstützen. Wir beenden jetzt erstmal unsere Runde und dann schauen wir mal, wie sie reagieren. Oh, sehr Ich schön. habe keine Zeit dafür. Kümmert euch um sie. Jetzt haut er ab. Ah, das gibt's ja nicht. Feigling. Okay, wir fangen mal von hier hinten mit Julia an. Die jetzt auf jeden Fall, denke ich, ohne Gefahr bis hier vorne vorkommen kann. Jetzt ist nur das Problem mit diesem blöden Schilden. Können wir denn hier Schild runterbringen? Das wäre eigentlich gut, wenn er hier hinläuft. Ja, auch wenn er da was einstecken wird, das machen wir. Dann kann er nämlich beide von hinten hier mit seinem Hieb angreifen. Die drei Schaden nehmen wir in Kauf. Er hat jetzt leider nur 8 verloren. Darum kann sich dann aber Deianira kümmern. Dann werden wir uns hier jetzt um den hinteren kümmern. Können wir noch das Pilum einsetzen? Ja, wir sollten schon einen Down kriegen, damit er nicht in der nächsten Runde wieder. Können wir hier raus ohne Schaden? Nein, nicht wieder Schild hat. Geschwächt wäre allerdings auch gut hier. Wobei er ist schon geschwächt. Kann man auch doppelt geschwächt sein? Ich weiß es nicht genau. Können auch das erste Mal die List machen, dann laufen die raus. Wirkbereich ein Hexfeld. Wenn wir mit ihr hier rangehen. Das probieren wir mal aus mit dieser List. Dann müssten die ja überall Gegenschläge auf sich ziehen. Wenn wir jetzt noch Caeso hier hinstellen. Oder wir greifen mal erst an. Moment. Ah, er ist flankiert. Er hat jetzt keine.
hatte jetzt keine, sag schnell, keine Widerstände mehr. Hier könnten wir noch angreifen. Aber wir probieren das jetzt mal mit der List. Der Letzte! Lasst es uns hinter uns bringen! Sehr schön, das hat genauso geklappt, wie es sollte. Der steht jetzt hier in der Mitte und schaut mal, er blutet, er ist verkrüppelt, er ist geschwächt, er ist flankiert und versprengt. Das ist genau das, was wir erreichen wollten. So, hier können wir nichts mehr machen. Und hier kriegt er jetzt alles ab, was geht. Hier haben wir nichts mehr. Wir gehen hier noch ran. Und mehr Möglichkeiten haben wir dann wirklich nicht mehr. Okay, wir beenden die Runde. Mars hole euch alle! Das war's. Was für eine feige Tat. Corvinus, dieser ehrenlose Haufen Scheiße! Er ist entkommen! Eure Mutter ist allein. Wir müssen uns beeilen. So wie ich Corvinus kenne, wird er entweder als nächstes dorthin gehen oder jemanden zu ihr schicken. Cinnoros, ist er... Er ist tot. Ruht in Frieden, alter Freund. Ich werde eure Treue niemals vergessen. Es tut mir leid. Er war ein guter Mann. Mein Freund, eure Mutter. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist vermutlich eine Falle. Ja, oder er wird versuchen, Geiseln zu nehmen. Naja, er wird versuchen, Geiseln zu nehmen. Ich glaube, für eine Falle, da sind wir vielleicht mittlerweile jetzt noch gewieft zu sein. Darüber sind wir, glaube ich, hinweg. Trefft euch mit uns in der Regia, wenn eure Familie in Sicherheit ist. Es wäre hilfreich, unseren guten Pontifex Maximus Aurelius Cotta auf unserer Seite zu wissen. Wir haben im Grunde schon gewonnen. Dieser Angriff bedeutet einen klaren Sieg vor Gericht. Markus, das ist nicht der richtige Moment. Ich wollte es gerade sagen. In der Tat nicht. Haben wir hier noch Möglichkeiten? Wir schauen mal gerade. Camilla hat noch einen Fertigkeitspunkt. Schneller Vorstoß. Oder die Logistik. Oder sie wird jetzt im Zweifel rücksichtslos. In dieser Situation wird sie im Zweifel rücksichtslos. Julia hat noch einen Punkt. Ferner Schuss. Schießt jetzt zwei Pfeile. Meinetwegen, das war's dann aber. So, was können wir hier noch aufnehmen? Ist das tatsächlich alles gewesen? Ja, dann schauen wir nochmal, ob wir hier noch was verbessern können. Ah ja, tatsächlich, wir können jetzt... Och, das wird ja wieder eine Aufgabe werden. Wobei, wir haben ja zum Glück nur unsere Haupttruppe bei uns. Die mittelschwere Rüstung ist doch ihre, oder? Wo ist sein Helm? Cesus Helm. Das ist seine Rüstung. Bestia haben wir hier. Das ist sein Helm. Julia haben wir hier. Und der Nera. Die hat immer die getragen. Hat sie die Rüstung des Orgetorix getragen?
Ja, die hat Camilla getragen, dann ist es so rum. Okay, und damit haben wir alles wieder hergestellt. Diese Lanze ist tatsächlich besser, aber sie hat hier den Speer des Ambiorix, die werden wir behalten. Ich frage es jetzt mit den taktischen Gegenständen. Wir haben jetzt einige verwendet, die wir im Zweifel noch brauchen. Helm eines Prinzeps, hat jetzt noch jemand keinen Helm auf? Nein. Dann haben wir die aufgenommen. Okay, übersichtshalber werde ich die jetzt mal hier. Ach, eine davon hat Sinnoros getragen. Scissor brauchen wir nicht. Ja, noch ein bisschen Material, das ist alles uninteressant geworden. So, die taktischen Gegenstände. Können wir hier noch was brauchen? Die werden wir auch so schnell nicht mehr ausrüsten können. Bestia hat noch was. Julia hat die Fackel. Dianera können wir noch die. Nee, Dianera kriegt die Falle. Bestia hat noch was. Caeso kann. Posca kriegen und. Eine Rauchbombe, vielleicht eher ein Verband. Und Camilla ist alles aufgebraucht, aufgebraucht, aufgebraucht. Dann kriegt sie die Rauchbombe. Ein Wasserkrug. Oder auch die Krähenfüße. Okay, und dann sind wir hoffentlich vorbereitet, um zur Villa zu gehen. Genauso eine Situation hat sich schon mal abgespielt. Eine sehr ähnliche Situation, in der dann Camillas Schwester ihr Leben lassen musste. Jetzt erst Sinnoros. Und vielleicht unsere Mutter als Geisel. Ah, und Corvinus. Wir hätten ihn fast gehabt. Hätte das gelingen können? Ihn am Anfang direkt auszuschalten. Wenn man sich wirklich auf ihn konzentriert hätte, mit allen Pila und alles auf ihn abgefeuert hätte. Kurze Pfeile. Die Wachen wurden aus der Ferne angegriffen. Wir sind vielleicht schon zu spät. Sie haben alle getötet. Die Villa brennt. Wie viele sind es? Die meisten von ihnen sind wieder fort. Es sind noch vier im Garten. Wo ist meine Mutter? Sie hat sich im Arbeitszimmer versteckt, so wie das letzte Mal. Habt ihr Vitellius Loco gesehen? Den Konsul? Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ja, bringt euch in Sicherheit, wir kümmern uns darum. Soll ich jemand Zuständigen informieren? Lauft zum Menat, der Weg ist sicher. Cicero und Cato sind dort. Ihr müsst ihnen sagen, was Loco getan hat. Ich werde so schnell rennen, wie meine Beine nur können. Dann tut das. Oh mein Gott. Oh, die Villa brennt wirklich. Vier hier um den Brunnen. Aber kein Corvinus. Was für ein Anblick. Wie lange denkt ihr, wird es dauern, bis alles abgebrannt ist? Das wird mit Sicherheit noch die ganze Nacht brennen. Sollten wir uns Sorgen machen, dass es sich auf die anderen Gebäude ausbreiten könnte? Nee, das ist nicht unser Problem. Ich mache mir eher Sorgen darum, dass der Besitzer auftauchen könnte, um zu löschen. Die überhebliche Zicke hat endlich bekommen, was sie verdient hat. Die liegt schon tot auf dem Boden des Senats. Senkt die Waffen, Verbrecher, in wessen Auftrag führt ihr diese Durchsuchung durch? Im Auftrag von Konsul Vibius Vitellius Lurco. Ihr seid alle verhaftet. Was ist das so? Wie lautet die Anklage? Gottes Willen, ernsthaft? Wie lautet die Anklage? Ihr werdet des Mordes und des Verrats angeklagt. Eure Strafe ist der Tod. Seit wann haben einfache Liktoren die Macht, einen römischen Bürger zum Tode zu verurteilen?
macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Ich weiß, dass ihr nur eure Pflicht tut oder das, was ihr glaubt, was eure Pflicht ist. Ich hoffe, die Götter vergeben mir für euren Tod. Die Schläger haben wir ordentlich überrascht. Wenn sie sich Gnade erhofft haben, hätten sie kein Feuer legen sollen. Eure Mutter sitzt da drin fest. Wir müssen sie rausholen. Löscht die Flammen mit dem Wasser aus dem Brunnen. Füllt die Krüge mit Wasser vom Brunnen. Wir müssen diese Flammen unter Kontrolle bringen. Okay, unsere Mutter ist hier im Arbeitszimmer. Claudiana darf nicht sterben. Reduziert das Feuer auf 20 Hexfelder, um es zu löschen. 43 stehen in Flammen. Okay. Das ist ein Ölfass, das ist aber sehr schlecht. Haben wir Krüge? Wie können wir Wasser? Hier ist auch noch Wasser. Ja, ich würde mich ja auf das Feuer konzentrieren in dieser Richtung. Kommt man hier durch? Ja, hier kommen wir die Treppen hoch. Das Ölfass ist natürlich gefährlich. Ja, wie gesagt, ich würde mich auf diese Richtung hier konzentrieren. Machen wir den Weg so kurz wie möglich. Haben wir denn Krüge oder müssen wir Krüge erst nehmen? Ich sehe aber nicht, wo wir Krüge hernehmen könnten. Ich meine, hier gibt es einen Krug. Aber da kommen wir natürlich so jetzt auch nicht dran. Okay, wir werden sehen. Okay, ein Krugwasser schöpfen. Das hier, das kann er jetzt nicht sehen. Jetzt können wir es hier hinwerfen. Dann werden wir uns gleich den nächsten Krug nehmen. Hier ist ja nur ein Feld. Werden wir da gleich da weitermachen. In der Hoffnung, dass sich das nicht zu weit ausbreitet. Man kann ja immer nur ein pro Runde werfen, das ist das Problem. Wie werfen wir den hier am besten? Ich würde das schon gerne mitlöschen da. Vielleicht teilen wir uns auf, dass einige hier bleiben und sich um das Löschen der Flammen kümmern. Wir sind ja fünf und vielleicht bleiben drei hier und zwei laufen hoch. Wobei, ich meine, man braucht hier drin auch. Muss ja hier drin auch irgendwie dann weiter löschen können. Okay, wir laufen erstmal hierher. Gehen dann mit der Nera einfach schon mal weiter.
Ich glaube, Caeso will sich auch um ihre Mutter kümmern. Er nimmt dann nochmal einen Krug mit. Läuft bis hier vorne. Es sind hier nur so einzelne Glutnester. Ist es so am effektivsten? Können wir auch hier was schöpfen? Nee. Was kann man vielleicht kaputt machen? Und ist hier der Boden benässt, das ist auch nicht schlecht. Okay, und Camilla will natürlich auch reingehen. Damit haben wir allerdings drei drinne. Wobei wir mit ihr, glaube ich, auch erst nochmal etwas auf dem Weg löschen sollten. Sie ist allerdings nur ein Feld. Es sind zwei Felder. Hier hinter, das ist alles nicht so in Reihen, nicht so erreichbar. Wir werfen das da vorne hin, dass das Richtung Ölfass nicht geht. Oh, wir kommen da vorne hin. Ja, okay, dann werfen wir das bis da. Nehmen uns was Neues. Und machen uns auf den Weg. Sie hat noch Bewegungspunkte. Wir gehen lieber ein zurück. Wer weiß, wie das Feuer sich entwickelt. Oder noch zwei. Dann haben wir erstmal keine Möglichkeiten mehr. Ah, wir hätten noch Wasserkrüge da mitnehmen sollen. Okay, wir beenden unsere Runde. Bitte! Okay, hier breitet es sich jetzt weiter aus. Und hier auch wieder. Gibt es noch irgendwo Wasserfässer in Reichweite? Ich sehe keine. Okay, der Ernährer hat hier nichts. Nimmt sich hier eine Kanne. Hier oben haben wir keine. Jedoch hier oben ist auch noch eins. Okay, dann... Ups, ich wollte ins Treppenhaus. Uff, hier brennt es auch schon richtig. Gehen wir bis hier. Werfen das dahin. Und laufen weiter. Dann haben wir noch Caeso. Er hat einen Wasserkrug. Den hier hinten hin.
Oder zurück. Ja, er kann zurück, holt sich einen neuen. Und geht schon mal wieder so weit er kann. Camilla hat auch einen Wasserkrug. Geht bis hier. Dann kriegt das hier, glaube ich, gelöscht. Dann gehen wir mit ihr aber auch nochmal zurück. Und dann... Ja, hatte ich fast gesagt, beenden wir die Runde. Nein, wir beenden tatsächlich die Folge. Wer weiß, was jetzt als nächstes noch kommt und wie lange das Ganze auch dauert. Und damit müsst ihr tatsächlich nochmal eine kleine Pause hinnehmen und verkraften. Mir selbst fällt es auch schwer. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier zu Ende geht. Aber ich denke, damit hat Loco jetzt definitiv sein wahres Gesicht gezeigt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich hier auf den Ausgang. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut. Euer Henri.